Strafe gerecht zu sein. Doch wer rein aus Hass und rassistischen Motiven tötet und es nicht einmal bereut, der hat in meinen Augen keinerlei Freiheit verdient. Was ist mit der Tat nach der Tat? Der Tat an der Gesundheit, Würde und Psyche des Betroffenen. Wird jemand dafür in Rechenschaft gezogen oder bestraft? Wird nun mit der Opfer-Täter-Umkehr aufgehört? Wird die Opferperspektive diesmal berücksichtigt? Werden die Forderungen der Opfer und Überlebenden diesmal durchgesetzt? Unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die Täter befördert werden oder als V-Männer nun für den Staat arbeiten. Ein Blick auf den NSU-Komplex zeigt heute, dass V-Männer in mehreren Morden involviert sind. Erfüllt uns unsere Forderungen oder gibt uns unsere Opfer zurück. Diese Forderung des Unmöglichen entsteht dann, wenn es heißt, unsere möglichen Forderungen unmöglich seien. Dann werden wir immer das Unmögliche fordern, damit das Mögliche wieder möglich wird. Wir müssen uns hier und jeden Tag von Neuem bemühen, die Ängste, die wir in uns tragen, zu übermitteln, um die Ketten des Schweigens zu zerbrechen. Trauer ist die reinste Form des Erinnerns. Wir trauern um die Toten, die keine Stimme haben, um uns von ihrem schwer nachfühlbaren Schrecken zu erzählen. Aber wir trauern auch um die Überlebenden, die zum Überleben verurteilt wurden. Wir müssen seitdem in einem schrecklichen Trauma leben. Mit dem Trauma, dass wir nichts unternehmen konnten, als sie starben. Und nichts kann uns davon befreien. Wenig ist unternommen worden, um es uns erträglicher zu machen. Wir trauern um den Hass, der in unseren Seelen wuchert. Es ist gewiss ein berechtigter Hass, aber er zermürbt wie alle negativen Gefühle in erster Linie uns selbst. Wir trauern um die vergebenen Möglichkeiten des Lebens, aus solchen Ereignissen Konsequenzen zu ziehen. Denn das Leben geht weiter, als wäre nichts geschehen. Die Geschichten wiederholen sich überall in Deutschland. Immer und immer wieder brennen Unterkünfte und Häuser von Menschen. Wer solche Taten begeht oder geschehen lässt, wird nicht in irgendeiner fernen Zukunft Freiheit und Würde verlieren, sondern hat schon längst auf Freiheit und Würde verzichtet. Wer die Opfer und Betroffenen zu Tätern abstempelt, sie mundtot macht, mit ihrer Würde und Psyche spielt, sich bemüht, deren Gedenkveranstaltung an sich zu reißen, um eine Inszenierung daraus zu machen, der verliert nicht nur unseren Respekt und Anerkennung, sondern auch gleichgestellt mit den Tätern, die uns unsere Freiheit entzogen haben. Von diesen unvorstellbaren Schmerzen und Kampf der Opfer und Überlebenden müssen wir den Nachgeborenen berichten. Sie müssen wissen, dass der einzigste Kampf gegen Rassismus und Faschismus die Freiheit bringen wird. Reclaim and remember, das Erinnern erkämpfen. Unsere größte Sehnsucht ist, euch unsere Geschichten zu erzählen, davon zu berichten, was wir erlebt haben, welchen schmerzvollen Weg die Opfer und Überlebenden nach der Tat ausgesetzt sind, um so eure Solidarität zu bekommen, damit so etwas nie wieder passiert. Es gibt keine Brücke über den Fluss vorher, nachher, so dass wir das Geschehene wieder rückgängig machen können. Aber wir können Brücken, Dämme und Mauern aus massivem Beton gegen Rassismus, gegen die rechte Hetze, gegen AfD, Pegida und Co. bauen, um denen entgegenzutreten. Wir haben nun das Skelett des antifaschistischen und antirassistischen Welt erschaffen. Was uns fehlt, sind die Kleider und das Fleisch. Dies werden wir auch erschaffen. Wie auch die Politiker gemerkt haben, werden wir in Zukunft nur solidarische Menschen brauchen, um eine respektvolle Gedenkveranstaltung zu gestalten. Wir werden die Opferrolle, die mit Schwäche gestempelt ist, mit Stärke befüllen, um zu zeigen, dass Opfer und Überlebende keine Statisten sind. Wir sind die Hauptzeugen des Geschehenen. Dankeschön. Okay, lieben Dank. Vielen Dank für die beeindruckenden Worte.